Hallo Freunde, ich bin's wieder, Micha von Auto aktiv. Ich befinde mich mal wieder im Hochsauerland. Heute mal, ich glaube, ist der höchste Punkt hier, der Kahle Asten. 800 und ein paar zerdrückte. Ich werde mal so einen kleinen Spaziergang machen. Mal schauen, wie es hier aussieht. Also, was ich bis jetzt sehe, ist schon mal sehr interessant. So, dann, wenn ihr Interesse dran habt, dann kommt einfach mal mit. Dann gucken wir uns die Sache mal gemeinsam an. Okay, dann viel Spaß. Los geht's. So, der höchste Punkt ist wohl da. Auch noch ein kleiner Aussichtsturm oben drauf. Kann man, glaube ich, besteigen. Aber schauen wir mal, wir gucken uns die Geschichte mal an. Sieht auch so ein bisschen aus wie eine Heidelandschaft hier. Ja, Heide ist das eher nicht. Ja, vielleicht doch. Könnten auch so Blaubeeren sein. Aber hier stehen ja überall Schildchen. Vielleicht ist irgendwo was mal beschrieben. So, hier sind dann auch einige Wanderwege, die hier lang gehen. Der Rothaarweg, nicht der Rothaarsteig. Naja, aber seht selbst. Ist auch hier noch angenehm warm. Wir haben 21 Grad hier oben. Ist ja für, ich sag mal, den 18. April nicht ganz wenig. Ich war vor 14 Tagen schon mal hier. Ich hab gedacht, gucken wir es mal an. Aber wie es da ausgesehen hat, habe ich auch ein paar Bilder gemacht. Zeige ich euch jetzt mal. Guckt mal. Ich würde hier auf diesen beiden Stühlchen da mal die Aussicht genießen, die da leider heute nicht so richtig vorhanden ist. So, da unten, wo könnte man jetzt hier hingucken? Tja, hier oben scheint es auch öfters mal windig zu sein, so wie das Bäumchen aussieht. Recht nach unten gedrückt. Also doch Heide. Das ist dann doch der Rothaarsteig hier. Ja, hier gibt es überall Informationstafeln. Der Mensch forstet auf. Naja, die Ecke hier ist ja auch fast der Hauptlieferant unserer Tannenbäume. Zu Weihnachten. Der Bärlapp. Okay. Was ist denn jetzt der Bärlapp? Alpenbärlapp. Okay.
Ja, vielleicht der hier. Keine Ahnung. Mal auf Entdeckung gehen, vielleicht finden wir was. Vereinzelt gibt es ihn hier. Was heißt das? Gericht Oberkirchen. Was? Schnadelzug. Das ist das 1992. Nordenau. Westfeld. Okay. Tja. Sieht tatsächlich aus wie Blaubeeren oder sowas. Oder Heidelbeeren. Der Urlaubsberg. 500.000 Besucher. Da haben wir zwei Liegestühlchen mit Blick ins Tal. So, und das hier. Man kann es nicht wirklich erkennen. Dieses Rinnsal ist der Ursprung der Lenne. Ich war ja vor 2 Wochen schon mal hier. Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Wasser gehabt. Laufe ich mal mitten durch die Lenne hier. Da ist sie. Die Lennequelle. Städte nach benannt. Ländestadt zum Beispiel. Wo da oben zahlreiche Autos standen, ist doch gar nicht so viel los. Ich dachte, es wäre mehr los. Ja, die verteilen sich wahrscheinlich hier auf die Wanderwege, die ja hier recht zahlreich sind, wie man sieht. Wenn man sich den Stab anguckt hier, kommt doch ein bisschen was zusammen. Da ist noch was. Ja. Rodelhang. Zum Rodeln wird da nichts mehr sein, aber Besenheide, nicht nur Rodelhang, sondern auch Skipiste dahinter. Das gucken wir uns doch mal an. Ja, das Örtchen da hinten, Altastenberg. So, hier befindet sich eine Skipiste. Und im Tal stehen die dicken, fetten Raupen. Sag ich nur Folgendes dazu, vor 14 Tagen war ich hier, da sah es hier noch so aus. Guck mal hin. Oben stehen noch die Schneekanonen. Wieder aufgemacht. Wetter ist allerdings recht bescheiden, neblig. Aber gut, man kann es sich nicht immer aussuchen. Ist ja auch so Schneelansen, ne? So, hier geht's dann. Ah, den gibt es hier auch viel, den Wanderweg hier. Der Höhenflug, Sauerland. Ist schon auch nicht schlecht. Das ist ein Originalweg, glaube ich. Da gibt es das noch in Gelb. Gelb betont.
bedeutet, das ist eine Zuwegung für den Rotarsteig. Naja, hier geht es dann wahrscheinlich den Hang runter. Wollte ich jetzt gar nicht machen. Den Rotarsteig laufen wir irgendwann mal. Und ich glaube, es gehört zu den schönsten in Deutschland. Ja, das ist auch interessant. Guck mal hier. Ast oder auch Wurzel. Ziemlich dünn, ziemlich dünn. Hier vor. Da. Hier verzweigt er sich dann nach unten. Und dann geht er hier wieder hoch. Hat er wieder Weg nach oben gefunden. Interessant. Ja. Die Blaubeere. Ich denke mal, das ist es. So, hier haben wir dann nochmal die Entfernungsangaben zu den einzelnen Endpunkten oder Zwischenpunkten der Wanderwege. Ja, verlaufen kann man sich hier nicht. Da hinten habe ich geparkt. Dann bin ich hier so, ja, eher so quer durch. Das ist, glaube ich, hier hinten irgendwo rum hier. Weitere Entfernung kann man hier wahrscheinlich nicht so ganz genau erkennen. Also daher wo. Sieht aus wie eine Müllkippe. So, hier ist der Rodellift. Gucken wir mal. Hey, hey, hey. Wo soll denn hier ein Lift sein? Aber schöner Ausblick. Wunderbar. Geht doch ein bisschen Wind, aber ist ganz angenehm. Ist nicht so kalt. Gut, genug gechillt. Gehen wir mal weiter. Auf geht's, los! Tja, und wie schon erwähnt, die Preiselbeere gibt es hier auch. Habe ich dann doch relativ gut erkannt, sag ich mal. Gehört zum Schiefergebirge. Ja, habe ich mal gesehen, hier ganz in der Nähe ist irgendwo so ein riesiges Schieferwerk oder Schieferabbauberg oder wie sich das auch nennen mag. Da ist man immer los. Ja, hier gibt es ja auch noch viele Häuser, die mit Schiefer gedeckt sind und aber auch die Fassaden verkleidet. Dazu wird es ja gebraucht. Also sonst ist das, glaube ich, eigentlich nichts mehr nutz. Nütze. Oder im Hintergrund wieder Alt-Astenberg und Krüppelbirken gibt es auch. Naja, die Bäumchen, die so ein bisschen in Alleinlage stehen, die trifft der Wind natürlich volle Kanne. Das ist doch Heide. Aber die hat mal geblüht irgendwann. Vielleicht kann man die Samen hier. Ups. Ja, was war das für ein Vogel? Frage an alle Ornithologen unter euch.
Ja, mit Buchen haben sie es ja in dem Sauerland nicht so. Hier wachsen zu 90%, sag ich mal, irgendwelche Nadelbäume. Wir haben ja erkannt, dass das nicht gut ist und fangen schon an, das ein bisschen umzugestalten. Aber das kann ja dauern. Da steht es ja auch, landschaftsprägend ist heute die Fichte. Ja, so ist das leider. So, hier geht es dann wieder hoch. Eieiei, hier trifft sich auch alles. Alles ist da. Okay. Walzklima. Mhm. Also echt, verlaufen kann sich hier wirklich nicht. In allen Ecken stehen die Stäbchen. Passt doch. So, da haben wir mal einen kleinen Rundgang gleich gemacht. Ja, gehört? Wer war das? Welcher Vogel? So, jetzt kommen wir von unten wieder ran an den Aussichtsturm. Da ist er. Dann sind wir gleich zurück. Mittagsspaziergang gemacht. Dann kann es gleich wieder losgehen. Und das hier ist Lupine. Gibt also hier auch. Ah ja, hatten sie doch mal ordentlich Schnee hier. 2,39 Meter. Nur, das geht doch. Wetterstation da, ne? Das gehört sich ja nur auch mal für so einen markanten Punkt. Der Durchschnittstemperatur im April 3,5 Grad. Da sind wir im Moment gerade mal 17 Grad von entfernt. Nach oben. Aha, der Deutsche Wetterdienst aus Offenbach. Ja, Freunde, das war's mal wieder. Spaziergang beendet. Bahn ist auch wieder ein Stück gewachsen. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann gerne mal einen Daumen hoch. Anregungen immer in die Kommentare schreiben. Und ein Abo kann nicht schaden, dann verpasst ihr ab sofort nichts. Und wir sehen uns einfach mal wieder, wenn es Spaß gemacht hat, irgendwo aus Deutschland. Macht's gut, euer Micha. Tschüss.